Hallo, hier ist wieder eure Babi und heute gibt es ein paar neue Infos zu dieser UAP-Anhörung. Vor ein paar Tagen ist auf meinem Handy so eine kleine Nachricht aufgeploppt, dass da ein neuer Podcast rausgekommen ist. Und wer war dabei? Jeremy Corbell und George Knapp. Da bin ich natürlich direkt hellhörig geworden und habe mir das Ganze angehört, 3 Stunden lang. Und dachte mir jetzt so, für alle, die kein Englisch können oder halt eben keine 3 Stunden Zeit haben, mache ich das halt für euch. Natürlich, wer Englisch kann und wer gerne Podcast hört, sollte sich den Podcast anhören. Ich habe den unten in der Beschreibung mit verlinkt. Denn außerhalb dieser ganzen UAP-Informationen, die die beiden weitergeben, erzählen sie noch ganz schön interessante Sachen und ziemlich angenehm, den beiden zuzuhören, weil man merkt auch, dass sie nicht das erste Mal irgendwo in einem Podcast sitzen und Dinge über UAPs erzählen. Das tun die gerne ausschweifend und auch manchmal in komplizierten Sätzen, um das Ganze auch ein bisschen interessanter zu machen. Und ich habe das jetzt mal so vereinfacht wie möglich für euch zusammengefasst, was für Hintergrundinfos die eigentlich da noch haben zu dieser UAP-Anhörung. Ich finde die ziemlich interessant. Ich dachte, die wären jetzt nur da gewesen und würden da hinten sitzen. Aber die waren doch ein bisschen verstrickter, als man es denkt. Wer die beiden nicht kennt, George Knapp ist jemand, der viel mit UFOs zu tun hat. Er ist auch ein Fernsehjournalist, Nachrichtensprecher und auch ein bisschen in Richtung Verschwörungstheoretiker. Vor allem bringt man ihn mit der Bob Lazar-Geschichte in Verbindung. Er war nämlich derjenige, der ihn auch ein bisschen dazu gedrängt hat, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht seit wann, ist so Jeremy Corbell mit ihm so ein bisschen verbandelt. Der macht Filme und er hat auch mit diesem Bob Lazar-Film zu tun gehabt und interessiert sich anscheinend sehr, sehr viel für UFOs. Im Großen und Ganzen finde ich sie zwei sympathische Menschen, die jetzt nicht überaus extrem abgehoben sind, was das UFO-Thema angeht. Also ich finde, sie versuchen es so vernünftig wie möglich zu halten. Joe Rogan, der in dem Fall den Podcast leitet, den kennt ihr jeder, und das ist der Podcast auf der Welt, soweit ich weiß. Er stellt dann auch immer wieder interessante Fragen und dann ging es halt direkt von vornherein los mit der Desinformation, was die denn davon halten. Und ich finde, Jeremy Corbell redet am meisten und erklärt auch direkt, dass er viele Leute kommen zu ihm und er muss dann halt entscheiden, ob das Blödsinn ist, was die da sagen oder ob er dem ganzen Glauben schenken kann. Er ist aber der Meinung, dass die Leute, die wirklich in der Regierung irgendwo eine Stelle hatten und gearbeitet haben, so im Großen und Ganzen auch die Wahrheit sagen, so das, was sie erlebt haben, auch weitergeben. Es sind meistens Leute, die er als gute Menschen bezeichnet, die einfach ein Interesse daran haben, dass dieses UFO-Phänomen der Bevölkerung im Groben bestätigt wird. Da geht nämlich was vor und sie wollen auch, dass die Bevölkerung nicht im Unklaren sitzt. Denn die sind ja auch meistens involviert in dem Ganzen. Es ist jetzt nicht so, dass nur Regierungspersonal, Piloten diese UAPs sichten, sondern eben einfache Menschen hauptsächlich, die irgendwo mal ein UFO gesehen haben oder zum Teil auch diese Entführungsberichte, die es halt eben gibt. Und die bleiben zurück mit einer Verunsicherung und auch das ganze Phänomen, ich sage es auch speziell Phänomen, weil man halt nicht wirklich sicher ist, was es ist, dass es geleugnet wird und einfach unter den Teppich gekehrt. Und da regen sich anscheinend viele auch drüber auf, besonders Leute, die in der Regierung gearbeitet haben und meinen, okay, die wissen ein bisschen mehr und eben alle das Anrecht haben darauf zu wissen, was da vor sich geht. Deswegen denkt er nicht, dass die Leute, die wirklich rauskommen bei der Regierung und Whistleblower und so sind oder mit ihnen einfach nur reden und nicht weiter an die Öffentlichkeit gehen wollen. Die geben dann einfach nur Informationen an die beiden weiter, damit die Informationen auch irgendwo dann landen. Aber es scheint nicht so zu sein, dass er denkt, dass die gezielt darauf ausgesetzt worden sind, dass sie Desinformationen verbreiten. In der Vergangenheit wurde natürlich Desinformationen rausgegeben, aber das ist eher so diese offiziellen Sachen. Man kennt es jetzt zum Beispiel, dass Roswell, das sollte ja eine Desinformation gewesen sein, dass es ein Wetterballon ist oder sonstige Sachen. Diese Desinformationen, Knapp meint eher, dass früher eher Desinformationen rausgegeben worden sind, aber nicht durch so Whistleblower, sondern einfach durch offizielle Bestätigungen, Berichte und Herunterspielen des ganzen UFO-Phänomens.
auf was nochmal auch eingegangen wird, dass man das Ganze versteht, weil es kommt ein bisschen komisch rüber, dass dieser David Grush ständig so sagt, ich kann das jetzt nicht hier sagen, ich kann das nur hinter verschlossenen Türen sagen. Es klingt so, als wüsste er nichts, aber es geht wirklich darum, dass er ein Whistleblower ist. Und da gibt es ein Gesetz. Das habe ich auch in diesem Video ein bisschen angeschnitten und auch erklärt, dass er nicht alles sagen darf. Denn er hat ja auch zugestimmt, eine Geheimhaltung. Und er kann das nicht einfach rausschreien. Und wenn er wirklich was gesehen hat, was unfair ist, wo unrechte Sachen passieren oder illegale Sachen, dann muss er das auch nicht allen sagen, sondern sollte es wirklich auch nur Leuten sagen, denen es was angeht, die dagegen was machen. Und da gibt es so viele Vorschriften, auf die ich jetzt auch nicht eingehen will, die mir auch manchmal zu hoch sind. Aber er muss es halt in einen geschützten Raum machen, sodass es niemand hören kann. Es gibt da einen Schutz und es gibt dann, wird dann an Leute weitergegeben, die das dann prüfen können, ob das wirklich auch so stimmt. Er hat auch gesagt, er hat Namen, er hat Adressen, bla 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 und so weiter. Also da ist schon Substanz dahinter. Und ich denke mal, dass er das dann auch wirklich danach weitergegeben hat und dass die jetzt auch, es ist jetzt noch nicht so lange her, ich weiß nicht, wann es genau war, die Anhörung, aber es sind nur mehrere Wochen und sowas dauert sicher auch etwas länger. Die Geheimhaltung, und das wurde nicht jetzt nur von diesen Whistleblowern bestätigt, die vor die Kamera getreten sind, sondern die, die auch noch in der Regierung arbeiten und nicht irgendwie rauskommen wollen, weil das wird ja das Leben stark von denen beeinflussen, wurde da jetzt diese Geheimhaltung damit begründet, dass eben das ein Schock für die Menschheit sein würde. Und da bin ich ein bisschen auf deren Seite, weil noch nicht alle so weit sind und man sollte vielleicht Informationen eben kleinweise rausgeben, aber das machen sie ja teilweise auch nicht. So eine Art Klimatisierungsprogramm soll es ja laut sehr vielen Quellen geben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt noch reicht, ob da vielleicht doch noch ein bisschen mehr kommen müsste jetzt. Wie in den Serpo-Videos beschrieben, gibt es da verschiedene Stufen und manche haben wir durch und manche kommen vielleicht jetzt auch. Was er noch so ein bisschen fallen lässt, ist, dass Jets und Flieger abgestürzt sind während Kontakt mit UAPs. Ob die UAPs dran schuld sind oder nicht, kann er nicht sagen, wird nicht in diesen Berichten mit aufgeführt. Shogun stellt dann auch eine Frage zu den angeblich 12 abgestürzten Flugobjekten, die geborgen worden sind. Und da finde ich das sehr vernünftig, dass Corbell dann auch wirklich sagt, das hat Crush nie irgendwo erzählt. Das sind Dinge, die irgendwo hinter verschlossenen Türen angeblich erzählt worden sind. Aber er selber hat da keine Aussage dazu getätigt. Da muss man sehr vorsichtig sein, was wirklich gesagt worden ist und was nicht. Wie viele genau es sind, wie viele geborgen worden sind, kann keiner zu diesem Zeitpunkt auch wirklich sagen. Das sind alles immer nur so Sachen, dass Bob Lazar auch gesagt hat, so und so viel hat er gesehen, aber es könnten mehr sein, es könnten aber auch ein paar weniger sein. Das sollte man jetzt auch erstmal nicht so viel Wert drauf legen. Quash war auch sehr vorsichtig mit seinen Worten und hat versucht, sich auch gewählt auszudrücken, denn er ist halt eben unter diesem Whistleblower-Gesetz und hinter ihm saß sein Anwalt. Die hatten anscheinend Probleme, seinen Anwalt in die Anhörung mit reinzubringen und er saß auch zwischen den beiden. David Grush kam ja heraus, weil er sich gedacht hatte, nachdem er angestellt worden ist, offiziell von der Regierung, für diese UAP-Forschungen, er sollte das Ganze überprüfen und nachschauen, ob da wirklich was dran ist. Und er hat dann so mit 40 Leuten, hat er die interviewt und in 2000 Special Access Projekte hat er reingeguckt und ob da auch Geld veruntreut wird. Das ist auch wichtig gewesen und er hat da eben einiges gefunden. Und von diesen 40 Leuten waren einige dabei, die selbst an diesen Objekten gearbeitet haben, an diesen nicht-irdischen oder, das ist vielleicht nicht so ganz richtig, aber nicht-menschlichen Flugobjekten. Da wurde jetzt auch offiziell eben reingeschaut, um zu gucken, ist es eine Anhörung wert und stimmt das, was der sagt? Ist da was dahinter, hinter diesen Aussagen von David Grush? Und da haben die halt beschlossen, ja, da ist was dahinter, da müssen wir jetzt reingucken. Und da waren schon Jeremy Corbell und George Knapp auch sehr dahinter, dass das gemacht wird, weil sie da diese Dringlichkeit auch gesehen haben und das, was er sagt, sehr bedeutend ist. Und er einer der Zeugen ist, die rausgekommen sind, die auch wirklich da vielleicht jetzt ein bisschen diesen Stein ins Rollen bringen können.
Die beiden, Jeremy Corbell und George Knapp, haben auch persönlichen Kontakt zu David Grosch. Also die kennen sich jetzt schon länger. Die kennen ihre Familien, haben sich öfters getroffen. Man redet auch von der Star Trek Convention, was ich ziemlich cool finde. Und haben ihn auch kennengelernt, ob der jetzt wirklich auch jemand ist, dem man glauben kann, oder ob der einfach nur Blödsinn erzählt. Er hat ja auch wirklich dort gearbeitet, und was ich jetzt auch mega, naja, doof finde, mehr als doof, dass sie ihn angestellt haben, obwohl sie wussten, dass er PTSD, also posttraumatische Stressdisorder, so heißt das, glaube ich, ausgesprochen, hatte, weil er als Soldat gedient hat und dann auch ein bisschen mit Alkoholproblemen hatte, aber das Ganze in den Griff bekommen hat. Er war also krank. Er hat was für sein Land getan und hat sein Leben auch irgendwo riskiert für das Land, für diese Regierung, die dort ist, und hat da gesundheitliche Probleme daraus gezogen. Hat die aber wieder in den Griff bekommen, ist wieder angestellt worden, und jetzt im Nachhinein wird das gegen ihn verwendet. So, ja, der hatte das gehabt, der ist ein bisschen irre und so. Ich finde das persönlich als Mensch mit Traumata ziemlich herabwürdigend. Nur weil er das jetzt hatte, heißt das nicht, dass egal was er sagt, jetzt einfach vollkommener Blödsinn ist. Aber das probieren die halt mit diesen Whistleblowern immer. Egal um welches Thema das halt angeht, sie wollen ihn halt einfach ein bisschen doof machen. Finde ich halt ein bisschen sehr unter aller Sau einfach, wenn man auf sowas dann auch abzielt, auf Krankheiten. Besonders wenn man den Menschen eigentlich eingestellt hat und ihn für zurechnungsfähig erklärt haben, dass er eine höhere Position in einem geheimen Projekt und so weiter. Also das verstehe ich dann nicht, dass man das dann hernimmt, und das zeugt auch schon dafür, dass es anscheinend wirklich dort Leute gibt, die ihn dumm machen wollen, die da irgendwas geheim halten wollen. Also das füttert ja das Ganze dann noch erst recht. Die beiden erzählen auch, dass die Menschen, die noch in diesen Projekten arbeiten, auch ein bisschen mit so Drohungen und so Dingen festgehalten werden, wie: Was wollt ihr machen? Wollt ihr jetzt da aufhören zu arbeiten? Wollt ihr rausgehen und auch Whistleblower spielen und dann irgendwo in irgendeinem Einkaufszentrum einfach arbeiten und praktisch eine niedere Arbeit, was es halt eben nicht ist, aber sie werden wahrscheinlich weniger Geld damit verdienen. Dann vielleicht auch nicht das machen, was ihnen Spaß macht. Ich denke mal, dass es sehr interessant ist, auch die Arbeit. Und ich denke, dass Bob Lazar das auch gesagt hat, dass er da ein bisschen... Es war sehr höchst interessant, und er findet es auch, glaube ich, schade, soweit ich das noch irgendwo in Erinnerung habe, dass er daran jetzt nicht mehr arbeiten kann, weil das ist ja auch was unglaublich ist. Aber sie werden halt auch mit Dingen konfrontiert, die dann unfair sind, und dagegen können sie gar nichts machen, und das hört nicht bei denen auf, sondern auch die Familie von denen ist bedroht, dass sie ihre Jobs verlieren, und das wollen die natürlich nicht, deswegen sind sie da auch irgendwo dann gefangen in diesem ganzen System und können eigentlich nicht wirklich viel machen, weil David Grosch kann da nie wieder irgendwas in die Richtung tun, und seine Familie ist auch stark bedroht worden, aufs Ekligste, meinen die beiden. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil ich finde das mit dem PTSD schon sehr eklig, dass sie darauf rumhacken. Sie erklären auch, dass sie nie jemanden kennengelernt haben, der das ganze Bild kennt. Jeder kennt nur einen so Teil von diesem ganzen UAP-Chaos. Und die paar Leute, die sehr, sehr weit oben sind, so kurz vor so einer Mauer, die da aufgezogen ist, die sehr nah an der ganzen Wahrheit dran sind, sagen immer: Eigentlich sollte es geheim bleiben. Es sollte niemand erfahren. Man soll einen schlafenden Hund nicht wecken, zitiere ich da jetzt mal Jeremy Corbell, beziehungsweise die Leute, die da wirklich ganz weit oben sind. Und da gehen sie dann sehr viele Theorien durch, die sein könnten, warum man den schlafenden Hund nicht wecken soll. Was ist so schlimm? Und ich denke mal nicht mal so, dass es so schlimm ist, dass es heißt, okay, es gibt keinen Gott und wir Menschen sind irgendwie genmanipuliert worden. Das ist auch so eine Theorie, die da jetzt angesprochen wird. Ich glaube, das geht tiefer. Wenn das so erschreckend ist, das ist etwas, wo ich auch klarkommen würde, damit sagen würde, ja, okay, viele würden es vielleicht nicht, aber die meisten in der Bevölkerung würden mit dieser Wahrheit irgendwann auch klarkommen. Wo ich denke, was Leute vielleicht nicht so gut vertragen würden, ist, wenn der Sinn des Lebens fehlt, wenn wir einfach in der Matrix drin sind, wir einfach nur Sims sind, die ausgeschalten sind, wenn wir Gefangene sind, die einfach, wo sie dann auch sagen, so Seelencontainer, wir sind praktisch so Container für Seelen, die reifen, ganz
So genau kann ich das euch jetzt gerade nicht erklären. Da werde ich sicher auch mal ein Video dazu machen. Das ist so einer der Bücher, die ich gelesen habe, wo das drin vorkommt, wo ich sage, okay, das fand ich selber auch sehr erschreckend. Oder es ist noch irgendetwas anderes. Ich meine, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was wohl das Schrecklichste sein könnte. Was da geheim gehalten werden könnte. Welche Auflösung des ganzen Phänomens könnte wirklich das schrecklichste Szenario auch sein? Ich bin zwar nicht so für Angstmacherei und so, aber da in dem Fall kommen vielleicht Ideen auch zusammen, was dahinter sein könnte. Vielleicht können wir es uns auch gar nicht vorstellen. Denn momentan sind wir auf dem Standpunkt, dass wir wissen, dass dieses Phänomen, dass es auch anerkannt ist, dass dieses Phänomen existiert. Woher es kommt, andere Dimensionen sind, ob es nicht irdisch ist, das wissen wir alles nicht. Es ist nur anerkannt, dass dieses UFO-Phänomen existiert, dass da Dinge rumfliegen, die den Luftraum auch gefährden. Und das ist so der aktuelle Stand, der offizielle aktuelle Stand. Es gibt dann noch so ein Berg an Informationen, die eben mit UFO-Entführungen zu tun haben, mit UFO-Sichtungen, Channeling auch und all diese Dinge, die nicht bestätigt sind, die aber von Menschen erfahren werden. Und ich tippe da auch, und der Name fiel auch öfters, in Richtung Jacques Vallée. Der hatte so eher die Theorie aufgestellt, dass das ein Mechanismus ist oder etwas, was die Menschheit so ein bisschen weiterbringt und sich auch den Vorstellungen anpasst, die wir sind. Früher waren es Feen und Kobolde, jetzt sind es UFOs und Aliens. Wenn weitere Informationen rauskommen, werde ich euch die natürlich weitergeben. Deswegen vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr jetzt keine weiteren Videos in die Richtung verpasst. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!